Wunderbar. Servus, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast. Bei den Ismaninger Fußballfans dürfte er sehr bekannt sein. 8 Jahre hat er jetzt da gespielt und wechselt diesen Sommer zum FC Unterföhring. Gleichzeitig könnte er auch dem einen oder anderen von seiner Stimme gleich bekannt vorkommen. Schließlich kommentiert er Spiele bei The Zone, genauso wie er als Feldreporter für sie auf dem Platz steht. Max Siebald hier. Max, Servus, freut mich, dass du da bist. Servus, Bene, grüß dich. Hi. Max, The Zone, Fußball selbst spielen. Wie kriegst du das unter den Hut? Hast du dann eigentlich noch Freizeit? Ja, also freizeitmäßig ist dann schon noch ein bisschen was vertreten. Also das kriege ich, glaube ich, alles ganz gut unter einen Hut. Hat bisher bei Ismaning ganz gut funktioniert und wird jetzt, glaube ich, auch bei Unterföhring immer funktionieren. Dadurch, dass die Redaktion eben eigentlich fast schon nebenan ist, direkt beim Platz. Da falle ich praktisch vom Büro auf den Trainingsplatz, das ist ganz gut. Und da ich ja dann meistens dann schon irgendwie in der Champions League unterwegs bin, Dienstag, Mittwoch, fällt dann vielleicht hin und wieder mal ein Training aus, aber am Samstag beim Spiel bin ich dann eigentlich schon mal da. Also lässt sich alles ganz gut regeln. Okay, also keine großen Überschneidungen im Endeffekt mit den beiden Sachen. Das ist doch super. Ja, wie ist denn das an den Fußballer an dich? Wie ist das denn jetzt? Seit 6 Monaten nicht richtig gespielt? Kribbelt es da nicht langsam in den Füßen? Möchte man nicht wieder auf den Platz selbst? Ja, auf jeden Fall. Also, ist ja, glaube ich, wenn man es jetzt mal über das letzte Jahr zieht, ich weiß gar nicht, wie viele Monate wir dann Fußball spielen durften und wie viele nicht. Ist natürlich mega, mega bitter gelaufen, die ganze Sache. Aber war dann teilweise auch sehr vernünftig, dass es dann nicht erlaubt wurde. Aber allmählich könnte es wieder anfangen, ja. Und da kribbelt es natürlich auch. Hast du denn irgendwie ein Alternativprogramm für dich gefunden, sage ich mal? Ja, jetzt hat man ein bisschen Zeit, wenn ich die ganze Zeit irgendwie der Trainingsplatz ruft und Fußball dran ist, dann kann man jetzt auch mal irgendwie auf andere Sportarten so ein bisschen switchen. Ich habe jetzt viel Tennis gespielt, auch hin und wieder mal Golfen gewesen und so. Also die Sachen, die da ein bisschen zu kurz kommen in der normalen Saison, kann man dann vielleicht jetzt in der Zeit so ein bisschen nachholen und ja, was dazu gehört, so ein bisschen, um sich fit zu halten. Das Laufen macht keinen Spaß, aber kriegt man irgendwie hin. Und nebenbei halt so Stabi-Zeug und so, das gehört ja sowieso dazu. Okay, also schaut so aus, als wärst du auf jeden Fall noch gut versorgt und sitzt nicht nur daheim rum. Das auf Wie ist jeden es? Fall. Das ist super. Nein. Da ist natürlich eine Sache, die ich mich gefragt habe. Du warst ja auch lange Zeit bei Haching, du hast da ja mehr oder weniger auch angefangen in der Jugend. Und da wäre meine Frage: Wie war denn die Zeit für dich dort? Ja, war auch eine mega Zeit. Also es waren dann, glaube ich, insgesamt 10, 11 Jahre. Die ich da bei Haching verbracht habe, ging ja dann auch bis ganz hoch zu den Profis, auch wenn es dann nur ein Jahr funktioniert hat, so wirklich. Aber ja, hat mega Spaß gemacht. Also war natürlich auch viel, 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 viel Zeit, die da drauf gegangen ist. Auch dann nebenbei noch irgendwie auf dem Sportgymi. Da können ja auch viele von berichten. Es wurde dann wirklich teilweise sehr, 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 sehr stressig. Aber ja, macht immer Bock, irgendwie dann auf die alte Zeit irgendwie zurückzublicken. Und war ein cooles Kapitel auf jeden Fall. Ah ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, du hast auch ein paar Spiele für die Profis gemacht, du warst in der dritten Liga dann dabei, dann bist du aber danach weg. Was war da der Grund? Ja, der Grund war eigentlich, glaube ich, also muss ich mir dann auch selbst eingestehen, dass es einfach für dritte Liga vielleicht und für wirklich Profi dann nicht gereicht hat, auch mit der Leistung. Das muss man sich dann vielleicht übers Jahr auch eingestehen. Ich hatte zwar noch eine Option auf ein weiteres Jahr, aber habe das dann auch mit den Coaches so ein bisschen besprochen, wie viel Sinn das noch macht. Aber doch gleichzeitig irgendwie auf meiner Position ein Gleichaltriger geholt und dann konnte man das, glaube ich, ganz gut einschätzen, dass es vielleicht nicht unbedingt gereicht hätte, den Aufwand dann weiterzuziehen und im gleichen Atemzug dann irgendwie so ein bisschen das Studium und die weitere Bildung dann ein bisschen hinten anzustellen. Und ja, war natürlich eine taffe Entscheidung dann damals, aber ich glaube, ich habe die richtige getroffen. Okay, also du bereust es quasi nicht. Na, ja, das hört man ja relativ oft, auch wenn man da mal irgendwie eine Saison da irgendwie mitgekickt hat. Und dann die Fragen, ja, bereut man es dann irgendwie aufgehört zu haben oder da bei Haching halt vor allem den Vertrag dann zu beenden. Aber das war niemals was. Ich habe da wirklich nie drüber nachgedacht, ob ich das bereue oder nicht, sondern es war einfach die richtige Entscheidung. Und wenn ich jetzt im Nachhinein das Ganze anschaue, dann ist es auch absolut die richtige Entscheidung gewesen. Na, ich glaube auch, dass 8 Jahre danach in Ismaning da für sich sprechen, sage ich mal.
Hat es dir da besser gefallen in der Bayernliga und Landesliga dann? Besser gefallen. Also ich hätte natürlich lieber gerne höherklassig gekickt, so ist es nicht. Aber mit Ismaning war es dann, hat es dann gut gepasst. Also auch wenn wir einmal abgestiegen sind, aber dann sind wir wieder aufgestiegen und die Mannschaft war immer super. Es sind ja dann auch ein paar Jungs, die ich schon längere Zeit gekannt habe, sind dann auch irgendwie nach Ismaning gekommen und hat mega Spaß gemacht bei Ismaning. Also ist auch nichts, was ich jetzt, oder werde ich auf jeden Fall extrem vermissen, die ganzen Jungs in Ismaning und waren 8 Jahre, ja, waren es 8 Jahre, 7, 8 Jahre, ja, kommt hin. Ja. Und war eine erfolgreiche Zeit, hat Spaß gemacht. Stichwort, einer deiner Jungs aus Ismaning, den habe ich vorhin mal was gefragt, der hat zwei Fragen an dich, die blende ich jetzt mal kurz ein, ne? Hey Maxi, habe die Ehre, ja, endlich mal ein Format, wo jemand anders die Fragen stellt und nicht du. Ich habe eigentlich zwei Fragen an dich. Dein Haaransatz, der wandert ja von Saison zu Saison nach hinten. Und jetzt ist meine Frage, ob man dieses Jahr dann mehr Kopfballtore von dir erwarten kann, wie sonst. Und die zweite Frage richtet sich natürlich an den Vereinswechsel nach Unterföhring. Ich habe dir ja vor ein paar Jahren schon mal gesagt, dass du endlich leistungsbedingt mal eher vielleicht mal in der Landesliga anfangen solltest. Ja, woher kommt jetzt der Sinneswandel? Dass du, ist es wegen dem Geld oder ist es dann doch leistungsbezogen? So, du hast jetzt die Möglichkeit, den Robin zu grüßen und ihm die Fragen zu beantworten. Ja, dass der jetzt sich da natürlich einmischt, war auch irgendwie klar. Ja, Kopfballtore, glaube ich, gibt es bei mir nicht. Ich bin nicht der Größte und kopfballstark, das auch auf keinen Fall. Deswegen, da muss ich ihn leider enttäuschen. Und leistungsbezogen in die Landesliga, na, das war jetzt nicht unbedingt der Wechsel, dass ich sagte, okay, ich pack das Bayernliga-Niveau nicht mehr, sondern es hat dann einfach irgendwie alles drum und dran ganz gut gepasst bei Unterföhring. Und ja, bin mal gespannt, ob wir in der gleichen Liga spielen dann oder in einer anderen. Der Robin ist ja auch noch sehr, sehr torgefährlich in der Bayernliga unterwegs. Das darf man nicht vergessen. Der könnte vielleicht auch noch ein bisschen höher angreifen, aber vielleicht reicht es dann mit dem Gewicht nicht so. Aber das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, wer weiß, vielleicht ist er ja zugeschaltet, vielleicht antwortet er ja nochmal. Wir haben auch hier einen kleinen Gruß, mal kurz von einem anderen Kollegen, den du Ja, gut kennst. der Basti, genau. Der Basti ist auch da, genau. So, da wäre jetzt natürlich dann die Anschlussfrage, beziehungsweise du hast es ja schon gesagt, also der Wechsel nach Unterföhring, der war jetzt nicht rein wegen des Geldes, der war auch nicht leistungsbezogen. Was war denn der Grund eigentlich? Es gab eigentlich keinen wirklichen Grund. Also es ist ja, irgendwann unterhält man sich dann über die nächste Saison. Mit Ismaning natürlich irgendwie so ein bisschen als erstes hat man da gequatscht. Und dann kamen auch andere Vereine und dann hört man sich das natürlich auch an. Und ja, dann hat es einfach bei Unterföhring so am besten gepasst vom Gesamtding her, weil ich wollte natürlich auch nicht unbedingt mehr Aufwand jetzt irgendwie betreiben mit Job, weil es da ja auch dann eher tendenziell ein bisschen mehr Arbeit wird als weniger. Und genau, dann kam Unterföhring da ganz recht und sie haben sich extremst bemüht, wirklich. Also der Zivan, der sportliche Leiter von Unterföhring, hat da ganz, ganz nett Werbung und Druck gemacht und ich hatte ein gutes Gespräch mit den Coaches. Mit dem Luca, den ich auch noch aus der Schule damals kenne, und mit dem Zlatan. Also, das hat dann alles wunderbar funktioniert. Und dann denkt man sich halt auch, ja, jetzt warst du 8 Jahre bei Ismaning. Die Verhandlungen waren dann einfach nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, ich will es jetzt unbedingt nochmal durchziehen. Und dann hat es bei Unterföhring einfach mega gut gepasst. Mit allem Drum und Dran, muss man auch sagen, dass da natürlich jetzt auch ein paar Jungs mitkommen, die ich schon lange, lange kenne. Und die haben die Entscheidung natürlich nochmal ein bisschen leichter gemacht. Ja, du hast es gerade eh schon angesprochen, genau. Du hast ja gesagt, ein paar Jungs sind mitgekommen. Ihr seid ja insgesamt zu fünf, wenn ich das richtig im Kopf habe, rübergegangen und jetzt in der Landesliga angreifen. Macht das Unterföhring deiner Meinung nach zum Favorit auf den Titel? Favorit. Also ich glaube, das ist ja immer so ein komisches Wort. Ich benutze es leider auch zu oft. Favorit ist irgendwie so, also woran machst du es fest? Wenn du jetzt irgendwie nur nach der Kaderstärke gehst, dann hast du auch ein, zwei andere Parameter, die du da nicht mit einberechnest nach so einer langen Pause. Kann es ja auch sein, dass sich ein paar Jungs verletzen oder andere nicht so gut reinkommen. Also Favorit weiß ich jetzt nicht. Die anderen Mannschaften sind mit Sicherheit auch ganz gut drauf. Man weiß ja immer noch nicht, wie die Liga überhaupt aussieht. Ich glaube, da ist die Ligagröße auch entscheidend, ob das dann, keine Ahnung, 17 Teams oder 22 sind, ist ja auch noch offen.
Und ich glaube, andere Mannschaften sind sich oder haben sich auch sehr, sehr gut aufgestellt. Ich habe jetzt noch nicht alle Kader mir angeschaut. Das mache ich dann, wenn die Liga feststeht. Und dann kann man noch mal quatschen. Aber Favorit ist eigentlich ein nichtssagendes Wort. Okay. Wie ist das denn bei dir? Du bist ja auch noch dann Kommentator und eben Reporter. Du stehst auch manchmal neben dem Feld. Wo hast du es denn lieber? Stehst du auf dem Feld oder stehst du lieber daneben? Ja, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich lieber neben dem Feld als auf dem Feld stehe. Also klar, ich kicke natürlich noch lieber, einfach weil ich es mein ganzes Leben lang gemacht habe, weil ich auch so ein bisschen darauf hingearbeitet habe, dass es dann vielleicht irgendwie profimäßig reicht. Das hat es nicht. Und dann ist einfach der zweite Weg, dass man vielleicht irgendwie drüber quatscht und drüber berichtet und das dann auch relativ nah am Feld macht oder vielleicht manchmal auch auf dem Feld. Aktuell nicht, das ist eher die Tribüne. Aber das war dann der wirklich der beste Weg für mich und ist der zweitbeste Weg einfach, auf jeden Fall. Hand aufs Herz. Jeder fängt ja mal klein an. Du hast bestimmt auch am Anfang ziemliche Nervosität gehabt, oder? Das erste Mal kommentieren. Wie war das? Ja, es war tough. Also der erste Live-Einsatz, so 90 Minuten. Ich glaube, es war damals, ich meine, dass es spanische Liga irgendwas war. Ja klar, da verquatscht man sich, man plappert viel zu viel. Das ist so der generelle Fehler, glaube ich, beim Kommentator am Anfang, dass man einfach viel zu viel redet, das Spiel irgendwie totquatscht. Das ist nie gut. Und das war am Anfang vielleicht ein bisschen zu viel von mir und ein bisschen zu wenig vom Spiel an sich. Gerade jetzt ist es ja irgendwie super, auch irgendwie über die Außenmikros kannst du ja super, super viel mitbekommen und das sollte man dann, glaube ich, manchmal eher freistehen lassen, als alles zuzuquatschen. Das war mit Sicherheit der größte Fehler, dass du da einfach viel zu viel geredet hast. Und klar, man verhaspelt sich manchmal, das ist auch normal, aber das passiert jetzt auch den Top-Kommentatoren noch und mir passiert es auch noch hin und wieder. Also es ist ganz normal. Das glaube ich. Ich glaube, ich habe mich am Anfang auch kurz versprochen, also hat aber keiner bemerkt, hoffentlich. Nein. Du hast ja ein paar richtig bekannte Menschen jetzt schon getroffen. Wer ist denn dir da am meisten im Gedächtnis geblieben? Bekannte Menschen, also gehst jetzt eher mal auf die Fußballbranche, gehe ich mal davon Genau, aus. genau. Ja, im Gedächtnis geblieben sind klar schon ein paar Interviews, bei denen man vielleicht noch ein bisschen nervöser war als vor gewöhnlichen. Also letztens hatte ich Pep Guardiola in der Champions League im Achtelfinale dann vor dem Mikrofon. Das war natürlich was Krass. Cooles. Also da freut man sich drauf, aber ist natürlich auch ein bisschen nervöser. Die Gespräche mit Nagelsmann sind immer sehr, 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 sehr cool. Also da Na, kommt einfach Stichwort. was zurück. Genau. Da haben wir uns in Genau. London getroffen damals beim auch Achtelfinale. Leipzig gegen Tottenham, genau. Also es war auch eine coole Erfahrung. Da war es noch ein bisschen cooler, weil einfach Zuschauer da waren, weil 65.000 um dich rum waren. Nochmal ein bisschen spannender als vor einer leeren Tribüne und keinen Fans. Aber ja, wie gesagt, Guardiola, Nagelsmann, wenn man es bei den Trainern belässt, irgendwie Niko Kovac auch. Also da waren viele dabei, wenn die Gespräche einfach super waren. Ja, glaube ich. Was sagst du denn zur Causa Nagelsmann? Was ist denn deine Einschätzung? Ist er zu früh zu Bayern oder ist das genau der richtige Zeitpunkt? Boah, ich glaube nicht zu früh. Also der hat jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren bei Hoffenheim und bei Leipzig da schon sehr, sehr viel nachgewiesen. Und es war eigentlich so der logische Schritt. Also als ich gehört habe, dass Flick aufhört, war bei mir eigentlich sofort irgendwie der Gedanke, okay, dann wird Nagelsmann übernehmen. Das wird sich Bayern nicht nehmen lassen. So ein Trainertalent kann man dann, glaube ich, nicht irgendwie außer Acht lassen. Und ich glaube nicht, dass die Bayern schlechter werden. Eher im Gegenteil, die werden noch mal eine Schippe drauflegen. Leider, die Liga oder die Bundesliga wird nicht unbedingt spannender vielleicht, aber ja, die Bayern haben da absolut alles richtig gemacht mit der Personalie. Okay, auch die Ablösesumme oder ist das ein bisschen zu krass? Ja, wie viel Millionen dann da irgendwie rüber wandern, ist ja noch nicht so ganz klar. Irgendwie um die 25 sollen es sein. Da Ja, müssten aber noch genau. ein paar Boni fließen. Ja, ist natürlich eine Mega-Ablöse. Also, aber auch für jeden Spieler wäre das eine Mega-Ablöse. Steht natürlich jetzt nicht so in Relation zu den aktuellen Preisen, aber der Trainer ist mit der Wichtigste. Den Satz hat man jetzt auch schon mehrmals gehört, aber der stimmt ja auch irgendwie. Wenn der Trainer Schmarrn verzapft, dann werden es die Spieler auch nicht richten können. Also, es ist einfach
ja, ein Novum, dass so viel Geld für einen Trainer ausgegeben wird. Deswegen kann ich das ganze Medienecho auch so ein bisschen verstehen, aber das ist gut investiertes Geld, glaube ich. So, ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Da schließe ich mich dir an. Jetzt ist natürlich eine Frage, die ich mir gestellt habe. Du hast ja vorhin gesagt, auch wenn beide deine Sachen, Fußball und Job, zeitintensiv sind, kommt es kaum zu Überschneidungen. Wenn es jetzt aber mal zu einer Überschneidung kommt, Hand aufs Herz, auf den Platz oder an die Seitenlinie? Ja, also da geht natürlich der Job vor. Also das wissen auch jetzt die Verantwortlichen bei Unterföhring. Wenn es irgendwie zu solchen Überschneidungen kommt, dann stehe ich schon neben dem Feld und nicht auf dem Feld in der Landesliga dann, sondern das geht dann einfach vor. Also das passiert zum Glück nicht allzu oft oder in der Vergangenheit war es auf jeden Fall so, dass ich glaube ich kein einziges Punktspiel verpasst habe dadurch, dass konnte ich mir dann immer irgendwie so legen, vor allem weil samstags ja meistens die Spiele stattfinden dann und dann ging das ganz gut, weil ich ja meistens dann unter der Woche erst im Einsatz oder im Einsatz bin. Deswegen hat sich das eigentlich immer oder ist sich ganz gut ausgegangen so und das hoffe ich mal, dass es auch weiterhin so passiert, glaube ich. Aber das wird funktionieren, da bin ich mir sicher. Aber wenn ich mich entscheiden oder wenn ich mich entscheiden muss, dann geht der Arbeitgeber, dann geht der Sohn leider vor. Aber dadurch, dass du ja beide Seiten kennst, du wirst ja bestimmt auch schon mal nach dem Spiel nach deiner Leistung gefragt worden sein in irgendeiner Weise. Hat man da eine gewisse Empathie, wenn du siehst, da kommt einer richtig grummelig jetzt in die Mixed Zone und du musst dem dann Fragen stellen, warum es nicht läuft oder warum es nicht lief? Ja, das ist ja auch so ein bisschen dieses Ding in letzter Zeit, dass die Journalisten dafür geprügelt werden, dass sie manchmal auch unangenehme Fragen stellen. Ich glaube, man muss teilweise auch unangenehme Fragen stellen. Also wenn jemand 6-0 verloren hat, dann kann man nicht nur happy, happy Fragen stellen. Also da muss dann vielleicht auch ein, zwei kritische Nachfragen geben, dass man dann nicht unbedingt die netteste Antwort kriegt, nach einem Spiel ist vielleicht auch klar. Aber ich glaube, ein guter Journalist, ein guter Reporter sollte die dann trotzdem stellen, weil, ja, das ist einfach so ein bisschen die Sorgfaltspflicht. Da muss man dann schon auch ein bisschen kritischer sein und nicht nur nette Fragen stellen. Ja, gut, das stimmt schon auch wieder. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Könntest du dir vorstellen, auch mal beim FCU an der Seitenlinie zu stehen und Spiel zu kommentieren oder die Leute oder Feldreporter zu machen? Beim FCU. Ja, ich glaube, beim eigenen Team ist das ein bisschen schwierig. Da bin ich dann schon lieber auf dem Feld. Also kommentieren bei Unterföhring werde ich erstmal so schnell nichts. Aber generell könnte ich mir das schon mal vorstellen. Klar. Also warum nicht im Amateurfußball mal ein Spiel zu kommentieren, wäre mit Sicherheit auch lustig. Und falls es da irgendwann mal die Möglichkeit gibt, werde ich auf keinen Fall absagen. Findest du im Allgemeinen, dass der Amateurfußball genug Aufmerksamkeit, sage ich jetzt mal, bekommt, sei es medial oder im Allgemeinen? Also ich glaube noch nicht genug. Ich meine, der Amateurfußball ist ja so ein bisschen die Basis von dem ganzen Zirkus. Der Profifußball ist da ausgegliedert on top, klar, aber der Amateurfußball ist ja so ein bisschen die Basis. Und deswegen, glaube ich, könnte man da auf jeden Fall noch mehr machen. Ihr macht ja dann schon auch einen richtig, richtig guten Job da bei FUPA. Da Danke. gebt ihr ja auch immer ordentlich Gas und man kann täglich was Neues lesen bei euch über fast jeden Verein. Also Chapeau dafür und ich glaube, so solltet ihr auch weitermachen, weil ich glaube, jeder Amateurfußballer hat sich es genauso verdient wie jeder Profifußballer. Ja, was macht denn die Basis deiner Meinung nach so besonders, sage ich mal? Was die Basis so besonders macht, ich glaube einfach generell, so, wenn man über Fußball denkt oder wie man über Fußball denkt, der Zusammenhalt, der Spaß, der sollte ja vor allem erstmal im Vordergrund stehen und da geht's ja dann im Amateurfußball los, unten in der B, in der C-Klasse und dann über die etwas höheren Amateurligen und dann halt rein in den Profifußball. Und es gab ja auch schon einige Beispiele, die sich dann über den Amateurfußball für höhere Aufgaben beworben haben und da jetzt auch ganz gut mitmachen. Lieblingsbeispiel ist da, glaube ich, immer der Flo Niederlechner, der da irgendwie über Ismaning sich hochgearbeitet hat und dann über Haching, über Heidenheim, Mainz, Freiburg jetzt bei Augsburg eine richtig, richtig gute Rolle spielt. Sowas kann immer passieren und ich glaube, deswegen sollten so die Werte beim Amateurfußball genauso beibehalten werden und diese Basis halt auch einfach gestärkt werden. Stichwort Flo Niederlechner, den kennst du ja auch, oder? Also dann, wenn der ja da war. Ist das witzig, Genau. wenn man sich dann wieder am Spielfeldrand trifft, quasi? Ja, ist schon ganz, ganz nett natürlich. Also mit dem Flo habe ich jetzt
auch hin und wieder mal Kontakt gehabt vor Augsburg-Spielen, weil ich zweimal bei Augsburg-Reporter war. Und da quatscht man dann natürlich ganz gerne, auch vor der Kamera ist natürlich was anderes. Wenn man sich kennt, da muss man schon irgendwie halbwegs professionell das Ganze über die Bühne bringen. Aber ist natürlich immer lustig, sich mit Jungs, die man aus früheren Tagen dann kennt, nochmal auszutauschen vor dem Spiel und auch nach dem Spiel. Ist dann meistens so, also das war, glaube ich, letztes Jahr, hat Augsburg 3-0 auf Schalke dann gewonnen und dann hatten wir auch praktisch ein Post-Match-Interview, auch schon ein bisschen geschmunzelt, aber danach halt einfach nochmal 15 Minuten so gequatscht und das ist schon was Cooles auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht abschließend eine Frage. Könntest du dir vorstellen, dass die Amateure bald wieder auf die Plätze dürfen? Oder würdest du es dir wünschen, besser gefragt? Ja, die Richtung, die wir einschlagen, ist ja, glaube ich, ganz gut. Auch so ein bisschen mit dem Impffortschritt. Da geht ja ordentlich was voran. Und die ganzen Zahlen gehen ja auch runter. Und ich glaube, irgendwann wird dann vielleicht auch der Druck ein bisschen zu groß. Deswegen bin ich mir sicher, dass wir so im nächsten Monat, in den nächsten 1,5 Monaten vielleicht wieder normal trainieren können. Mal schauen, wie viel wir noch mit der Murmel anfangen können. Aber ich denke schon, dass das möglich ist, dass wir da bald wieder auch zusammen und nicht irgendwie in irgendwelchen dämlichen Fünfergruppen oder sowas auf dem Platz können und dann auch wieder normal trainieren können. Ja, also quasi ein Stück zurück zur Normalität, wenn man so möchte. So ist es. Genau. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. So, Max, ich denke, dann sind wir hier durch. Du hast hier noch ein paar nette Grüße, zum Beispiel der Tobi Killer, der hatte noch eine Frage. Ja, komm, Und der Tobi, immer gerne. die ist aber, die hast du zwar schon beantwortet, es könnte aber sein, dass er später zugeschaltet ist. Vielleicht möchtest du es Genau. ihm noch mal deutlich machen. Nee, den Tobi brauche ich das gar nicht deutlich machen. Wir sind ja sehr, sehr gut befreundet. Der kennt da meine Gedanken ganz gut. Und ja, der Tobi ist ja auch gegangen. Also, der geht ja auch zum großen SV Donaustauf. Deswegen ist mir der Abschied nochmal ein bisschen leichter gefallen von Ismaning. Okay, das ist doch ein schönes Abschlusswort. So, Max, vielen lieben Dank für deine Zeit. Dann sind wir jetzt hier auch fertig. In dem Kein Fall Problem. danke ich auch allen gleich die zugeschaut haben, allen, die fleißig Kommentare geschickt haben. Robin natürlich auch für die tolle Gruß und Frage. Ja, auf jeden Fall. Ein Und riesengroßes Dankeschön an Robin. Das ist ein ganz toller Mann. darauf können wir es doch enden. Max, ich wünsche dir alles Gute. Liebe Danke, Leute, vielen Benny. Dank fürs Zuschauen. Also dann auf Wiedersehen. Servus.